Leute, da bin ich wieder. Ja Mensch, heute geht es mal nicht um das Thema Gesundheit, sondern ganz konkret um das Thema Fitness. Und zwar, wir leben ja momentan in einer schwierigen Zeit. Wir haben den Lockdown, wir haben den Shutdown, manche Leute dürfen überhaupt nicht mehr aus dem Haus gehen, die anderen dürfen so glücklicherweise noch so ein bisschen sich die Füße im Park vertreten, aber nur zu zweit. Die meisten von euch oder viele von euch zumindest, die arbeiten zu Hause im sogenannten Homeoffice. Das heißt, sie sitzen ganz nach am PC, haben kaum Bewegung, ist natürlich auch nicht so pralle. Ist natürlich irgendwie vielen anderen fehlt natürlich das Sportstudio und überhaupt, und ich glaube, uns allen fehlt die Bewegung. Nun gibt es ja momentan bei Facebook irgendwie jede Menge Werbung. Werbung für Fitnessmöglichkeiten, sogar eine Brauerei und Versicherungen bieten schon irgendwelche Fitness-Tipps an, was ihr alles so zu Hause machen könnt. Dann könnt ihr jede Menge Tools kaufen, irgendwie Tools, Apps und Gadgets, womit man seine Muskeln irgendwie stärken kann. Ich sag euch mal was, irgendwie das allerbeste Tool zum Thema Fitness und irgendwie was tun, das habt ihr fast immer dabei. Und zwar ist das euer Smartphone. Ist eigentlich auch scheißegal, ob das jetzt Android oder ein iPhone ist. Das Ding irgendwie, jedes Smartphone hat eine bestimmte Funktion. Und zwar ist da eine Uhr drin. Die Uhr hat eine Timer-Einstellung. Mit dieser Timer-Einstellung könnt ihr halt eben Sekunden zählen. So, und da möchte ich euch jetzt mal eine ganz einfache Übung empfehlen. Die könnt ihr alleine zu Hause machen, die könnt ihr überall in der freien Natur machen, wo es euch gerade passt. Das könnt ihr alleine machen, ihr könnt es zu zweit machen und habt sogar noch Spaß dabei, indem ihr versucht, euch gegenseitig zu überbieten bzw. zeitmäßig zu übertreffen. Und zwar, die Übung heißt Planking. Ja, okay, denkt ihr bestimmt, habe ich schon mal gehört. Diejenigen, die es nicht kennen, die denken sich wahrscheinlich auch, das kann ja gar nicht so schwierig sein. Man liegt da halt so auf Füßen und auf den Ellbogen und versucht ein paar Sekunden oder Minuten durchzuhalten. Macht es erstmal. Ich gehe jede Wette ein. Diejenigen vor euch, die nicht regelmäßig im Sportstudio Gewichte stemmen und die auch nicht irgendwie die Übung irgendwie schon öfters mal gemacht haben. Die meisten von euch werden kaum mit Not mal 30 Sekunden durchhalten. Und genau das möchte ich euch jetzt einfach mal empfehlen. Versucht das mal konstant mit eurem Timer 30 Sekunden durchhalten. Und wenn das klappt, ist das eigentlich eine super Übung, weil das kann man immer mal so schnell zwischendurch machen, irgendwie zu jeder Tageszeit. Eigentlich auch, wie gesagt, auch an so ziemlich jeder Location. Und versucht das doch einfach mal irgendwie Routine da draus zu machen. Und zwar fangt ihr heute an mit 30 Sekunden und versucht euch dann jeden Tag mal ein bisschen zu steigern. Ja, und wie das genau geht, das zeige ich euch jetzt. Dazu habe ich mir hier eine ganz blöde Location ausgesucht. Ja, was heißt blöd? Eigentlich ist es eine coole Location. Und zwar, wir sind hier mitten im Harz. Wir sind bei Schierke. Und ich werde jetzt mal, um euch das zu demonstrieren, auf diesen Felsen mal raufklettern. Könnte ich natürlich auch hier auf der Straße machen, aber ich will auch mal ein bisschen auf Schau machen. Also guckt mal einfach zu. Gewicht verliert oder so. Irgendwie mal meine Flossen brauche ich noch. So, ich gehe mal in Position. Wichtig bei dieser Übung ist, der Rücken muss richtig schön gerade sein. Der ganze Körper so ein bisschen auf Spannung. Ihr könnt in dem Augenblick, wo ihr da hinlegt, könnt ihr euer Smartphone einschalten, den Timer, könnt ihr gemütlich zugucken, könnt auch die Augen dabei zumachen und ganz langsam mal bis 30 zählen und einfach mal durchhalten. So, und wer sich ein bisschen schwieriger machen will, der macht das Ganze nochmal auf einer Hand oder tut auch mal wechseln. Wichtig bei der Geschichte ist immer, wie gesagt, Rücken bitte gerade halten, weil sonst bringt das nicht wirklich viel. Ja, und das haltet mal 30 Sekunden durch und steigert euch so langsam auf mal 2 Minuten. Ja Leute,
Ich hoffe irgendwie, dass euch das kleine Video heute mal wieder so ein bisschen was gebracht hat. Irgendwie vielleicht so dem einen oder anderen eine Idee, was man mal so machen kann. Auch wenn es ansonsten eigentlich ziemlich langweilig ist und wenn man eigentlich zu faul ist, sich großartig zu bewegen. Joggen ist ja auch nicht jedermanns Sache. Ne? Wie gesagt, also ich hoffe irgendwie, es war dem oder den meisten von euch doch mal so eine Anregung und probiert es einfach mal aus. Und wenn euch das gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr öfters mal meine Facebook-Seite besucht, ne? Oder natürlich auch meine Internetseite, und zwar die www.one-rm.zone. Ich wiederhole, www.one-rm.zone. Minus natürlich den Strich, ne? Nicht ausgeschrieben minus. Okay, bis dann, macht's gut. So, was ich noch sagen wollte, falls sich einer von euch ein bisschen wundert, warum ich ja manchmal so ein bisschen stottere. Ja, Leute, ich heiße ja nicht Merkel mit Nachnamen. Also ich habe ja kein Spickzettel. Da hält auch niemand ein Skript für mich hin, wo ich einfach nur ablesen und quatschen brauche. Ne, ich quatsche einfach so frei drauf los. Ist eigentlich nicht mein Ding, aber Übung macht den Meister. Und Cut!